Leute, ihr müsst alle Jolisch abonnieren, die besten Vlogs auf ganz YouTube. Also ich meine, gleich in 5 Minuten fängt das Programm an, was sie geplant haben, wo ja irgendwie Apple wo auch was machen sollte und bla, aber das ist ja alles ziemlich Trashback wollten wir noch. Stimmt, habe ich ganz vergessen, wir wollten noch der zum Trashy. Ja, der wurde ja dann abgeschleppt. Von Julians Blog. Angeblich. Ja. Ja, ich bin mal gespannt auf das Programm, ich weiß nicht, also es kommt so ein bisschen rüber, möchte ich fast sagen, wie im Zoo.
ihr habt ja die Aufnahmen so gesehen und irgendwie, weiß ich nicht, jeder hat sein abgesperrtes Gehege. Beziehungsweise am VIP-Bereich ist das noch schlimmer. Ich soll Autogramme mitbringen. Nee, ha. Alle wollen mal streicheln. Alle wollen mal streicheln, so in etwa. Und gaffen dann in diesen VIP-Bereich, der meiner Meinung nach, oder diese Backstage-Bereich, der meiner Meinung nach eigentlich komplett abgeschottet sein sollte. Damit man wenigstens so irgendwie seine Ruhe hat. Ich fand das einfach mit Tens zum Beispiel total lustig, dass man den absolut gar nicht erkannt hat. Also ihr habt ja gesehen, also wenn er nicht Jenny geküsst hätte oder sie nicht gesagt hätte, hey, da ist Tens, hätte ich auch niemals gedacht, dass es Tens ist. Ja, Chan ist ja leider nicht da. Weiß nicht, ob das schon ein paar mitgekriegt haben. Chan ist ja leider nicht da, weil der irgendwie Magen-Darm hat oder so und sein Meerschweinchen geht nicht so gut und alles. Es ist halt schade, weil ich mich bei dem auch gerne noch bedankt hätte. Adi werde ich mir gleich noch suchen. Für die Sache mit Joschen, ja, ne? Da werde ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Bei Jenny habe ich mich schon bedankt, dass sie so auch so den anderen, die halt jetzt so irgendwie futsch sind, keine Ahnung, nochmal Danke sagt. Ich hoffe, sie überliefern es ihm, dass ich das klasse fand, dass sie mich supportet haben, wie auch immer. Wen haben wir denn jetzt noch alles? Ja, keine Ahnung. Smokey ist jetzt mit Tens im Backstage-Bereich abgehauen. Ne? Wollten wir sich reinlassen, weil wir kein rotes Bändchen haben. Hab ich gesagt, hier, ich hab doch rotes Bändchen. War denn nicht genug? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr zeige ich euch den Backstage-Bereich und alles. Aber es ist okay. Also ich habe mir mehr erhofft von dem Ding. Ich habe schon echt viele Abonnenten getroffen, was mich echt sehr freudig stimmt. Mir fehlen schon die Worte. Deswegen müssen wir mal gucken, wie der Rest des Tages noch abläuft, wenn es weiterhin so eine Einöde bleibt. Und vor allen Dingen, um rauszugehen, geht man gegenüber vom Eingang raus. Und dann musst du, wenn du wieder rein willst, einmal um den ganzen Komplott laufen und dann wieder zurück im Eingang eingehen. So, das ist total... Der Ardi, müssen wir uns gleich noch suchen. Und was ich auch noch gehört habe, ist eben das Juba-Films. Die sollen hier sein. Nee, gar nicht, Komodo ist gar nicht Mediacorp, aber die ist einfach zu groß. Ha! Cool. Kadi wäre echt schon cool, wenn wir da noch ein bisschen näher dran kommen, weil ich echt gerne noch ein paar Szenen mit denen reden würde. Müssen wir mal gucken, weil die Schlange wird zum Verrecken nicht kürzer und ich habe keine Lust, tut mir echt leid, ich habe echt keine Lust, so lange anzustehen für 3 Minuten Gequatsche. Und die ist, glaube ich, auch dankbar, wenn da jetzt nicht immer 500 Millionen Leute bei ihr anstehen. Tens hat uns gerade alle was zu trinken hier mitgebracht. Nein, oh Tens! Wir kommen sofort, bitte. Wir rennen. Das heißt, wir müssen das jetzt... Wir sprechen uns nachher. Jetzt hier richtig ab, meine Kinder! Das Programm hat angefangen. Und Jonas! Torge! Warte! Hallo Adi.
Luis. Sexy Julia. Das ist Sexy Julia. Wir haben Sexy Julia gefunden. Aber da muss ich noch ein bisschen weniger essen, damit ich so dünn werde. Komm. Wir gehen nämlich jetzt nach vorne. Da ist sie. Ah. Ich habe nämlich noch ein kleines Date. Und Jenny. Wir haben ja jetzt gerade Lisa getroffen, hat mich sehr gefreut. Wir werden wahrscheinlich gleich, oder ich vielleicht, keine Ahnung, wie auch immer, werden nochmal hingehen, weil mir ist das persönlich ein bisschen zu unspektakulär, finde ich. Also weiß ich nicht, ist das da so zoomäßig und dann hier Apple Award, kein Programm und bla und hin und her und tara und krachten. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mir irgendwie 4 Stunden lang nur die Fresse vom Krachten anzusehen, weil sie es nicht geschissen kriegen. Den Livestream, habe ich gerade schon gehört, hat Tenz auch durchgegeben, der Livestream ist abgekackt. Ruckelig, abgekackt, wie auch immer. Asynchron. Also alles, die sitzen da mit was weiß ich was für Prozessoren. Mit was weiß ich für Prozessor. Und kriegen es nicht geschissen. Obwohl sie das schon zum x-ten Mal hätten ausprobieren können. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zu Halle 8, weil da noch das Let's Player-Treffen ist. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Let's Player-Treffen. Gucken wir mal, wen wir da noch erwischen. Wie ist der Gronkh da? Wie sie alle gerade ausgerastet sind bei Gronkh, war schon unnormal. Aber was willst du machen? War halt dunkel, haben die total dumm gemacht, aber ist halt... Ich revidiere meine Aussage zu der Hitze hier, also zu der Temperatur nochmal. Ihr seht jetzt alle nochmal den schönen Blick von oben am Sonntag gegen 3 Uhr, was okay ist. Also, boah, nee, doch nicht, ich revidiere es auch wieder. Wenn ihr mal so guckt da hinten, sind schon extrem viele Menschen. Ich revidiere, wie gesagt, auch nochmal meine Aussage zu der Hitze, beziehungsweise zu der Klimatisierung dieser Räume hier. Es ist